Das Ding lebt immer noch, oder? Jo, da hinten. So, ein gezielter Nackenschlag und schon ist es tot. Hier möchte ich auch gerne lang, aber da dürfen wir nicht lang. Wir dürfen immer nur geradeaus. Hier die Stiefel hier hoch. Das ist doch die Kirche, oder? Ja, das ist die Kirche. Wie zur Hölle kommen wir in die Kirche? Das ist hier die Frage, aber die werden wir uns sicher selbst beantworten. Wir wechseln mal wieder die Waffe. Mal die Schrotflinte. Da unten läuft der Typ rum. Komm. So. So ein Sniper wäre geil, wo ich die einfach so wegsnipern könnte. Alter, guck dir an, was der aushält. Ich habe gerade mal die Alternativwaffe probiert. Das ist so eine kleine Granate. Unten links gerade mit Alt 2, also Alternative 2, zu sehen. Wir nehmen mal die und laufen hier hoch. Der hält ganz schön viel aus, der junge Mann, mein lieber Mann. Na gut, so verseucht wie der Körper wahrscheinlich ist durch diese ganzen Wesen. Hier können wir nochmal durch die Tür. Die Tür zu machen. Das funktioniert leider nicht. Nachladen. Was? Kann ich noch nicht mitnehmen. Was ist hier los? So, hier oben ist... Ah, eine Leiter. Ich will gerade sagen, hier oben ist gar nichts. Ah, guck mal an. Ah. Ah, da bist du. Ja. Endlich. Ich sende dir den Karren, Bruder. Wird gleich da sein. Okay. Ach, jetzt muss ich... Ach, speichern. Okay, jetzt müssen wir wahrscheinlich warten, bis das langsame Ding da oben ist. Und jetzt kommen hier von überall diese komischen Grabbeviecher, die uns anspringen, auf so einem ganz kleinen Areal fast schon. Ach so. Da ist er. Hallo. Lade nach, schnell, mach schon. Kommt das Ding auch angefahren? Wo ist der Trottel? Hallo? Wortlos nachladen. So, was ist denn da jetzt? Ich kann den Hebel leider nicht drücken. Jetzt kommt das Ding angefahren. Okay, jetzt hilft er uns auch endlich mal, dieser Depp. Fast geschafft, Bruder. Schon mal gesagt, dass ich diese Krabbenviecher mittlerweile hasse? Nee, ne? So. Kommt da noch was? Schnell rein. Jetzt, Bruder, steig in den Karren. Die Handbremse, Bruder. Lass sie los und komm runter. Ja, doch. Alter, guck dir an, wie die... Kommt der noch? Nee. So, jetzt lernen wir endlich diesen Typen mal persönlich kennen. Ich dachte schon, es käme nie so weit. Gott sei Dank. Bin ich froh, hier zu sein. In der Gondel. So. Guten Tag, mein Name ist Gordon Freeman. Sie sind wahrscheinlich Bruder Tuck. Endlich begegnen wir einander. Jo. Du solltest versuchen, meine Fallen zu umgehen. Sie sind das Werk eines Mannes, der früher müßig Unheil schuf und nun allein für das Seelenheil anderer lebt. Müßig Unheil schuf? Aha. Du hast Lust, in Ravenholm zu bleiben, also zeige ich dir den Weg zu den Minen. Okay. Was mich angeht, ein Hirte muss seine Herde hüten. Herde. Vor allem, wenn sie in Aufruhr ist. Coole Schuhe hast du an. Folge mir, Bruder. Doch sei behutsam. Dies ja. Ist heiliger Boden. Ja, ja. Erstmal klaue ich mir ganz heilig deine Sachen. Hier drüben, Bruder. Ja. Psst. Bist du ruhig? Läuft er mir jetzt hinterher? Aha. Ah, da lang. Okay. Ja, ich bleibe dicht dran. Er hat auch wieder eine lustige Synchronstimme. So, ich gebe dir Morsezeichen, das heißt los.
Oh, Ladedaten. Mhm. So. Hallo. Na, dann wollen wir mal. Aha, guck mal, wer da hinten wieder gekreucht und gefleucht kommt. Ja, Bruder. Hier drüben, Bruder. Komm. Der ist auch gut beisammen. Komm, wir gehen weiter. Ich lade mal schnell. Ah, gut, dass ich nachlade. Lass mich da bleiben. Das Licht alle nichts mit dir. Bleib nah an mir dran, Bruder. Diese Drecksviecher, die sind so verdammt flink. Habe ich, glaube ich, noch nie gesagt, dass die flink sind. So, wir schauen uns trotzdem mal. Ach, ein Friedhof. Na, das ist ja gerade schon prädestiniert dafür, dass hier gleich so Viecher auftauchen. Ach! Ziel auf den Kopf. Nö. Zack. Haben wir noch eins? Oder sind die alle verbraucht? Scheiße, sind alle verbraucht. So, Ende. Das war knapp, es waren ganz schön viele. So, hier liegt wieder ein Sägeblatt und wieder Material. Na, kommt schon. Zack. Oh, Hinterhalt. Zack. Kann man eigentlich immer ganz gut zwei Metten wegmetzeln. Hier so krass zur Sache. Das Spiel fing so langsam. Alter, was ist hier los? Das Spiel fing so langsam an. Ja, Mann, mach sie platt. Scheiße. Alter, hier hinten. Komm zum Licht, das ich trage. Komm. Vorsicht. Oh. Was macht der Idiot? Kriegen wir es eigentlich ganz gut down mit. Lade nach. Guck dir das an. Immer schön auf den Kopf. Dann ist auch die Krabbe gleich mit tot und fällt nicht ab und springt uns irgendwie an. Das gerade mal besorgt. Schnell, Bruder. Oh. Ja, so kann man es natürlich auch machen. Verpiss dich. Aber. Wo kommt ihr zur Teufel? Zum Teufel kommt ihr alle her. Gab's denn bei Ikea wieder was im Sonderangebot oder was? Kehre zu dir selbst zurück. So. Da ist wieder so eine Schwelle. So. Dunkler. Muss mal aufpassen. Das ist der im Weg, der Depp. War es das jetzt endlich? Bisschen Energie. Nö, das war es mit Sicherheit nicht. Hier kann man doch noch irgendwas machen, oder? Schnell, ich halte das Tor.
Nein. Beeil dich. Scheiße, er opfert sein Leben für uns, oder was? Leb wohl, Bruder. Nein. Ich fürchte, ich sende dich ins Dunkel. Möge das Licht allen Lichts dich erleuchten. Ach du Scheiße, er opfert tatsächlich... Suche deine eigene Erlösung. Scheiße, er opfert tatsächlich sein Leben. Nein. Was macht der jetzt? Was ist das für einer? Guck mal, der hat gar nicht, die Flammen können ihm gar nichts anhaben. Scheiße, er hat sich geopfert für uns und wir können es... Ja, jetzt ist er tot. Nein, er lebt noch. Hallo. Okay, dann müssen wir unseren Weg wieder alleine fortsetzen. So tragisch das Ganze auch ist. Ich glaube, jetzt ist er wirklich tot. Nein, er lebt noch. Hä, was ist mit dem? Der verbrennt gar nicht. Da oben müssen wir vielleicht hin. Das ist so niederschmetternd einfach, wenn alle um dich rum sterben. Jedes vertraute Gesicht stirbt. Lade Daten. Das ist für uns wieder eine Gelegenheit, kurz zu speichern. So. Eieiei. Und wir müssen... Nee, wir müssen... Och, nö. Oder? Wir müssen jetzt da hinab. Och, nö. Mr. Freeman. Uah, Mr. Freeman. Hallo. Habt ihr gesehen, wie die gerade gespawnt sind? Wir laden nochmal. Das können wir besser. Wir sind etwas eleganter unterwegs. Ich möchte nämlich so viele wie möglich von oben schon abknallen. So, was ist denn hier jetzt? Nein. Au. Da geht die Meute los. Was ist denn hier? Das Holz quietscht schon verdächtig. So, wir könnten ja mal das hier machen. Und das. Und kommen die da hoch? Das. Ja, das könnten wir tun. Und das. Nachladen könnten wir auch. Ich glaube, hier oben haben sie keine Chance, an uns dran zu gehen. Hier dürfen wir sicher nös. Vielleicht auch nur eventuell sicher sein. Da gibt es hier oben eine Menge Energie. Ich speichere mal nochmal ab. Das haben wir uns verdient. Da können wir wieder hoch. Das erinnert mich so ein bisschen an Lara, also an Tomb Raider 3. So, hier drin ist doch bestimmt wieder irgendwas. Jede Menge Munition und Energie für unseren Anzug. Eieiei, ich habe kein gutes Gefühl, Leute. Und einfach viel zu viele von diesen verschiedenen Krabbis. Verschiedenen Lebensformen von den Dingern. Ich möchte nicht... Hallo? Da unter mir versammeln sie sich. Guck dir an, wie zäh die Viecher sind. Eieiei. Du kriegst mich nicht. Ich glaube, ich könnte da mein ganzes Magazin verballern für die Drecksviecher. Da ist noch einer. Auf sie mit Gebrüll! Scheiße. Wir müssen jetzt aufpassen.
hinten liegt Gott sei Dank etwas Medizin. So, wo sind sie? Ah, da fliegen sie hin und her. Muss doch noch eins sein. Alter! Sag mal! Die sind so lästig. Ich bin der Meinung, da kommen wieder unendliche. Und ich habe wieder keine Ahnung, wo es lang geht. Wahrscheinlich die Treppen hoch. Wir müssen auch jetzt ein bisschen flüchten, denn ich habe so das Gefühl, mit denen ist nicht gut kurschen. Ist ein kleines Helferlein. Wie ist das Vieh hier oben drauf gekommen? Scheiße. Sind so gut wie tot. Okay, jetzt nicht mehr. Alter, eine schwarze. Vorsicht. Die sind hier auf der anderen Seite. Die können uns nichts mehr anhaben. Gott sei Dank. Guck, wie viele das sind. Scheiße. Verdammt. Geht es sehr tief hinab. Ich habe keine Lust, da runterzufallen, um ehrlich zu sein. Ja, aber da unten könnte etwas sein. Wir laden nochmal. Vielleicht können wir auch gar nicht auf die andere Seite. Nein! Nochmal laden. Ich bin mir sicher, wir können auf die andere Seite. Da ist doch noch irgendwas. Ja. Nix ist da. Verdammt. Müssen wir auf jeden Fall lang schwimmen. Ich mache schon mal gerade so ein bisschen die Taschenlampe. Oh oh. Vorsicht. Ich sehe den gar nicht. Versteckt sich hier so fies. Sollen wir es von dem hochziehen lassen? Können wir eigentlich mal machen. Mal schauen, wie es weitergeht. Wir sind zu fett. Und jetzt? Komme ich hier weg? Hilfe? Wo bin ich? Habe ich gerade einen Bug gefunden? Hilfe. Leute, ich komme nicht weiter. Ich komme nicht mehr runter. Ah, da. Okay, das war's mit dem Fahrstuhl. Vielleicht geht's ja irgendwo noch weiter. Ich schwimme mal da lang. Da hätte man bestimmt irgendwas abräumen können. Aber ist jetzt egal. Wir schwimmen hier mal weiter. Waren wir hier schon? Sind wir von da gekommen? Ja, ich glaube schon. Also müssten wir nach links. Mal kurz auftauchen. Hilfsenergie ist das die Taschenlampe. Nee, Hilfsenergie ist die Luft. Sauerstoff. Hier können wir auf jeden Fall warten. Beziehungsweise auch weiter. Ich warte kurz. So, jetzt hier weiter den Gang entlang. Okay, hier geht's weiter. Wir finden uns in den tiefsten Tiefen dieser Minen. Eieiei. Alter, was ist denn hier? Boah. Ah.